entweder mythisch oder legendär. Wenn du das nicht schaffst, musst du die Lu-Pose nachmachen. Ja, du darfst dir einen neuen Song ausdenken, um meinen Creator-Code zu bewerben. Du hast 50.000 Star-Punkte. Und ich würde sagen, Kevin, kannst du einfach in meinen Shop gehen? Digga, ich hab 3 Jahre gespart! Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Mann, ihr seht es, neben mir ist mal wieder ein Gast mit am Start. Und zwar der gute Lukas. Was geht ab? Moinsen. Was geht, Freunde? Moin moin. Ja, Mann, Leute, heute ist es wieder soweit. Lukas, ich lade dich heute wieder ein, auch wenn es mir ein bisschen weh tut, aber so doll tut es mir gar nicht weh. Du darfst heute wieder ein Video bestimmen. Du darfst heute sagen, yo, Kevin, mach mal dies und das. Ich muss nur ja sagen, hau dir jetzt ein Ei auf den Kopf und so weiter. Also wird auf jeden Fall ein sehr, sehr krasses Video, denn... Lukas, ich zeig dir schon mal hier was. Guck mal, hier. Haha. Und guck mal, wie viele Star-Punkte ich habe. Oh mein Gott. Haha. Ja, ja. Also, ja, da werde ich mir aber noch was Gutes überlegen, Kevin. Ja, also. Heute wird sich auf jeden Fall ein Gold-Mecha-Skin geholt, Leute. Da führt kein Weg dran vorbei. Du kannst keinen anderen Call geben, Lukas. Das ist unmöglich. Also, Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an. Denn Leute, davor gibt es noch eine ganz, ganz wichtige Info. Und zwar diesen Samstag am 28.11. um 14 Uhr kommt der neue Merch raus auf dermerch.de. Es gibt ein richtig geiles Weihnachtspaket. Wirklich das perfekte Weihnachtsgeschenk. Also, falls euch noch was zu Weihnachten wünscht, dann ist das auf jeden Fall euer Nummer 1 Geschenk für dieses Jahr. Was gibt es dieses Mal? Ihr könnt wieder wählen zwischen Hoodie und T-Shirt. Dazu gibt es dann erstens eine handsignierte Autogrammkarte, original unterschrieben von Lukas und mir. Und dann, richtig, richtig praktisch und auch richtig nice, einfach mal eine Aluminium-Trinkflasche. 770 Milliliter groß, das ist echt verdammt nochmal groß. Das ist hier so eine 1-Liter-Flasche und die ist fast genauso groß. Also perfekt für die Schule geeignet und doppelt so groß wie die letzte Trinkflasche, die wir mal beigelegt haben. Dann haben wir da noch eine richtig geile Gravur drin. Und zwar ist der Hashtag der Winter eingraviert und das Danita-Logo. Und Lukas, es gibt noch eine Sache und zwar zu den ersten 2000 Paketen eine einzige krasse Sache. Was ist es? Genau, Freunde. Ihr habt die Chance, wenn ihr eines der 2000 Pakete eben euch holt, ja, das goldene Ticket zu ziehen. Das gibt es einmal und das ist auch das allerletzte Mal, wo so ein goldenes Ticket rauskommt. Der es zieht, gewinnt ein privates Treffen mit Clash Games und mir. Wir kommen zu euch nach Hause, egal wo ihr wohnt, und nehmen ein fettes Megabox Opening Battle mit euch auf unseren Nacken als Video. Einfach nur ultra krass, Leute. Und ja, das aber auch, wie gesagt, das letzte Mal, dass so ein goldenes Ticket kommen wird. Noch eine ganz kurze letzte Sache. Und zwar wisst ihr es ja vielleicht, Lukas und ich haben zusammen einen gemeinsamen Community-Discord. Und zwar den der Nita-Discord. Richtig nice Sache. Also, falls du einen nicen Discord suchst, wo du mit deinen Freunden drauf quatschen kannst oder wo du vielleicht auch ein paar andere coole neue Leute kennenlernen kannst, dann join auf jeden Fall mal unserem Discord. Einfach discord.gg/danita bei dir eingeben. Dann sollst du auch schon auf unseren Discord kommen. Der Link ist da auch standardmäßig in der Videobeschreibung. Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Ich bin auch in den Streams sehr, sehr häufig auf dem Discord. Das heißt, da könnt ihr mich dann auch live hören und auch bei Community Games mitmachen. Zum Beispiel Clash Games sagt, das Bruce-Spiel oder einem Skin-Contest. Also es lohnt sich. Okay, Lukas. Ich würde sagen, wir fangen an. So, ich präsentiere dir hier Rico. Okay, Kevin, aber du kannst direkt mal wieder Lu auswählen. Warum? Ja, das zeig ich dir gleich. Rico ist doch viel cooler, der glitzert hier, der ist Gold. Ja, ist krass, muss ich sagen, aber wähl mal bitte jetzt Lu aus. Der ist ja gerade auf 710, kannst du mal gucken, auf welchem Platz bist du aktuell in Deutschland mit Lu? Ich bin in Deutschland, ich war gestern noch Platz 4. Ah, okay, inzwischen bin ich Platz 11, also nicht mehr Top 10, was ist das denn, ey? Lol, okay, Landi ist 2 Pokale hinter mir. Krass, aber du siehst ja auch, wer auf Platz 1 aktuell noch ist, oder? Ja, auch ich. Ah.
Ja, nee, da bin ich noch auf Platz 1. Und das soll ja auch so bleiben, Kevin. Deswegen, ja, würde ich sagen, geh mal in eine Solo-Showdown-Runde und werd mal Platz Nummer 10. Darf ich dich wenigstens probieren? Nein. Oh mein Gott. Let's go. Ah, guck mal, da ist eine Mutti. Ich würde sagen, geh einfach mal zu der, ohne sie zu attackieren. Ja, nice. Minus 9. Ah, okay. Du hast jetzt... Oh, 701 Pokal. Nein. Kannst einfach auf nochmal spielen. Nein, nicht nochmal! Weil du hast ja noch über 700 Pokale. Das ist auch zu viel. Ja, guck mal, da ist ein Surge. Kannst ja auch mal zu ihm gehen, bis, dich ein bisschen drehen und dich töten lassen einfach. Der wird sich freuen über den Free Cube. Nice. Oh mein Gott, minus 18. So schnell kann es gehen, Kevin. Martin, wenn du das hörst, es tut mir leid. Nein! Oh ja, Bruder. Welcher Platz bin ich jetzt in Deutschland? Oh mein Gott. Hä, lol, ich bin nur ein Platz runtergefallen. Als Ja, let's go. Ja, dann will ich aber noch einmal an deiner Stelle. Nein, ey, hallo. Was? Ja, Kevin, aber bist du selbst schuld. Also Platz 13, das hört sich besser an. Also viel Spaß, Kevin. Du kannst ja wieder in den ersten Gegner laufen, den du siehst. Und kannst dabei noch CC Lukas ist der beste Creator-Code sagen, die ganze Zeit. CC Lukas ist der beste Creator-Code. 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 Ja, perfekt. Und ja, ich würde sagen, als nächstes können wir mal kurz in den Club gehen. Okay, da sieht man auch, wer auf der 1 natürlich ist. Ja, wer ist da, Kevin? Weiß ich nicht. Ich sehe es gerade nicht. Duck, glaube ich. Duck ist meine Wenigkeit. Und Benji nee. Oder Duck bestimmt. Nee. Meine Wenigkeit natürlich hier auf der 1. Klare Sache. Deswegen mach mal eine Clubpost. In dieser Clubpost schreibst du, ich muss mich geschlagen geben. Zum einen, schreib mal. Und dann schreibst du, Lukas ist mit Abstand der bessere der Nita-König. Nee. So nicht hier. So nicht. Ey, Mann! Ja. Oh. Aber wir schreiben sogar noch mal mehr was dazu. Also, ja. Was? Wie mehr? Ja. Und dann schreibst du danach, ich bin nur ein Ei mit Headset. Ja, ey, Junge! Was ist das denn schon wieder? Und dann so einen ja, traurigen Smiley noch halt. Okay, dann sende. Ey, Junge. Was ist das schon wieder? Ich bin aber ja nicht mal Letzter. Warte. Ha! Ja, das ist Vorletzter, das Guck, stimmt. Guck, ich bin sogar fast 98. Dann würde ich sagen, kannst du mal auf einen neuen Account als nächstes gehen. So, Lukas, ich habe einen neuen Account erstellt. Beachte den Namen. Der Name ist auf jeden Fall nicht so toll, Kevin. Und deswegen wirst du jetzt extra dafür bestraft. Wie? Ja. Da steht ja. Lukas ein Ei, das ist doch richtig. Nee, nicht ganz, weil Kevin, du bist das Ei tatsächlich. Ja. Kannst nicht ablenken davon, deswegen. Leute, würde ich sagen, hier nochmal ein Screenshot von Lukas ersten Videos. Wait till you see the. Oh, no. Okay, Kevin, dann geh mal in den Shop auf jeden Fall. Ja, du darfst dir einen neuen Song ausdenken, um meinen Creator-Code zu bewerben. Einen neuen? Mhm. Hä, aber der alte ist legendär. Der ist legendär und da musst du jetzt nochmal einen draufsetzen. Code Lukas ist sein Name, mit Lukas hol ich Gems. Danach gönn ich mir Shindy ohne Stress. sehr geil, Kevin. Ja, fühle ich. Sehr, sehr nice, okay. Dann würde ich sagen, kannst du es auch mal machen, und zwar dir Gems gönnen. Okay. Und zwar genau 2950. Ach, Lukas, Mensch. Sehr nice, Kevin. Und genau, dann würde ich auch sagen, kannst du dir einfach mal den kompletten neuen Brawl Pass einfach mal gönnen. Alle Stufen, alles einfach kaufen aus dem neuen Brawl Pass. Gönn dir. Hey, ich habe das nicht mal auf meinem Hauptaccount gemacht. Ja, aber auf dem Account machst du das jetzt.
Nicht nur, dass ich hier singen muss, nicht nur, dass ich hier meine Pokale droppen muss, dann muss ich auch noch hier Geld ausgeben für den Brawl Pass. Was ist das denn hier? Aus. Okay, bin durch. Sehr nice. Dann genau, kannst du einfach mal anfangen mit den vorgegebenen Brawlern und ja, hier ein bisschen upgraden. Wir wollen ja auch hier 11 oder 12 oder 10 oder 9 auch verbleibende. Oder 13 verbleibende. Die nehme ich auch. Das, ja. Oder 14. Aber auch nicht gefaked. Also die ziehe ich dann wirklich. So, aber erstmal holen wir uns die vorgegebenen Brawler. Okay, Lukas, alles im Power 7. Sehr nice. Dann ja, fangen wir einfach mal mit den Megaboxen an und ja, mal schauen, wie es läuft. So, weiter geht's. Und nochmal 6 verbleibende. LOL! 2! 2 Brawler! LOL! 2 Brawler! 2 Brawler! Weiß! LOL! Warte mal, der ist jetzt. Der, oh, nee, ist, der episch, ist noch aber. Episch, ich wollte gerade sagen. Ja. Oh, bro. So, Lukas, 2 Megaboxen haben wir noch. Supercell, gönn! 5. Ey! 5. Okay, Kevin, dann. Ich sag mal so, ne, du kannst jetzt nochmal die ganzen Pin-Pakete, Big-Boxen und Lure hier auch noch abholen. Ich hab noch Gems, fällt mir gerade ein. Ja, die heben wir uns noch auf. Okay, erstmal Pin-Pakete einsammeln. Ja, und Big-Boxen und so weiter, ne? Okay, Jackie und einen traurigen Kevin-Pin. Ja. Was kriegen wir hier? LOL! Einen epischen Shelly-Skin. Jetzt aber. Aha, 6. LOL, die Mutti. Ah, okay. Die Lehrerin. Genau, Kevin, ich bin schon leicht gelangweilt, deswegen, wenn du es nicht schaffst, einen mythischen oder legendären Brawler zu ziehen, also das erwarte ich jetzt, entweder mythisch oder legendär. Wenn du das nicht schaffst, musst du die Lu-Pose nachmachen. Digga, was ist das denn hier schon wieder für ein Scam, Junge? Ja, komm, Supercell, ich will nicht wieder so eine Cringe-Pose nachmachen, bitte! Oh mein Gott, hier. Ja! Nein! Karl! Digga, was ist das denn? Komm schon, Supercell! Oh! Nein! Digga, Mann! Der Struggle ist anders wie gerade. Oh, ich ziehe sogar neue Brawler, aber nur so nicht die Brawler, die ich brauche. Komm. Bitte. Ja. Ich hab nicht mehr viele Boxen. Nein! Ah, Junge. Komm, dann hol dir mal, würde ich sagen, Lou ab und dann siehst du ja auch die Pose direkt. Let's go! Oha! Und boom. Immerhin, ja. Lou. Ja, okay, die ist jetzt nicht so kompliziert wie die Amber-Pose. Ja, kannst du jetzt ja auch auf schnelle Basis einfach mal machen, so, ne? Okay, Lukas, pass auf. So. Junge. Oh mein War's Gott. War's gut? Ja, ja, war schon okay. Eieiei. Oh Mann, ey. Ja, ich muss sagen, ich bin schon auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, aber du musst doch mal auf deinen Hauptaccount zurück, schnell. Okay, Kevin. Ja, eine schöne Sache sehe ich hier noch. Und zwar, du hast 50.000 Star-Punkte. Und ich würde sagen, Kevin, kannst du einfach mal in den Shop gehen? Ja, und ich habe diesmal keine Megaboxen, keine Big-Boxen, nix im Shop. Nur das Gold, Mecha, Crow und Bow. Das stimmt natürlich, Kevin. Und ja, ich weiß auch, welchen davon deutlich mehr feierst. Ich denke, da geht's zu jedem so. Jeder will ja den Crow-Skin. Und nee, ja. Ich will ja mal nicht so sein. Spaß, du kannst den Goldmecker-Bow-Skin kaufen. Ich soll mir Bow kaufen. Ja, genau. Nein, ich will Crow kaufen. Ja, darfst aber nicht. Du musst dir Bow kaufen. Digga, ich hab 3 Jahre gespart! Es tut mir leid, Kevin, was soll ich sagen, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Oh mein Gott, Junge. Geil. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Kevin. Dein erster Gold-Mecha-Skin. Und du hast auch den krasseren von beiden direkt gekauft. Finde ich auf jeden Fall nice.
herzlichen Glückwunsch nochmal extra hier von mir an der Stelle. Und ja. Oh mein Gott, ich habe 830 Star-Punkte. Weißt du, wie lange das dauert? Ja, so ein Jahr oder so bei dir wahrscheinlich. Ja, es kann sein. Also nächstes Jahr im Dezember, ne, vielleicht. Wir sehen uns dann nochmal. Und ja, Kevin, zum Abschluss würde ich sagen, gibt es jetzt nochmal kein Outro, sondern eine 20 Sekunden Dauerschleife von deinem Zwinker. Und zwar den du bei der Loop-Hose gemacht hast. Ganz schnell aneinander gereiht. Go. Gott, Lukas ist sein Name. Mit Lukas hol ich Gems. Danach gönn ich mir Shindy ohne Stress.